möchte über die nächsten Wochen so unsere diversen Bauträger vorstellen, deren aktuelle Projekte. Wir wollen das jetzt nicht ausufern lassen, so was die von Anu dazu mal gebaut haben. Es geht einfach so darum, dass ihr einen Überblick kriegt. Und für gewöhnlich müsste ich das mit einer Spannungskurve versehen, aber ich fange heute mit einem meiner Lieblingsbauträger an. Das ist die Cypress Construction. Da gehen wir im Detail nicht so auf den Namen drauf ein. Es geht einfach nur um das Look and Feel dieser Insel. Aber so habe ich vor, über die nächsten, mal sehen, wie ich wann dazu komme, aber euch unsere ganzen Bauträger, wir sind hier voll lizenzierte Vollmakler. Wir dürfen kaufen, bauen, Grundstücke wie Immobilien kaufen und verkaufen, mieten. Das Mietgeschäft halten wir uns weitgehend raus. Das machen wir in erster Linie für unsere Investoren, die manchmal aus bestimmten Gründen hier auch mieten möchten. Das ist einfach nicht unser Kerngeschäft. Und im Sommer haben wir einfach mit unseren Investoren alle handvoll zu tun. Das zukünftig entstehende Sente Marina-Projekt, was jetzt gerade als 3D-Animation hier natürlich euch zur Verfügung steht. Aber ich sage euch was, diese 3D-Animationen sind nicht so am wahren Leben, wie es dann später wird. Und das meine ich im positivsten aller Sinne. Es wird noch besser, noch viel detailreicher und das Landscaping noch viel, viel ausgeprägter. Ich zeige euch mal da gerne ein paar Beispiele davon. Zum Beispiel, das ist von Cypress Construction, deren Hauptanlage, Valley de Foams, und ihr seht da oben rechts die 3D-Animation davon. Das haben sie irgendwo mal versucht, ganz gut hinzubekommen. Umgesetzt haben sie es aber hervorragend und viel facettenreicher, viel lebendiger und auf keinen Fall ein Deut schlechter, wenn nicht zwei Deut besser als wir in ihrer eigenen 3D-Animation. Ähnlich verhält sich das hier. Das ist lebendig und lebt. Das ist dieselbe Anlage aus einem anderen Blickwinkel. Und da auch der Vergleich mit der 3D-Animation, da hinkt die 3D-Animation dem reellen Bild einfach hinterher. Und auch hier nochmal, das ist auch wieder dieselbe Anlage, diesen Häuserstil und diesen gesamten Stil dieser Bauart werdet ihr in anderen Projekten, die allesamt ausverkauft sind, darum gehe ich gar nicht so im Detail auf die jetzt drauf ein, sondern ich zeige euch ein paar, wo es noch ein paar Ressourcen gibt. Hier geht es einfach nur, um zu erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben und vor welcher atemberaubenden Kulisse das Ganze stattfindet. Ich habe hier verschiedene Grundlagen hiervon schon mal rausgenommen. Ich glaube, euch einfach nur ein bisschen ein Gefühl zu geben. Mir geht es jetzt hier euch nicht darum, hier irgendwas aufzuschwatzen, sondern so wie das hier entsteht, wird es entstehen in 2 bis 3 Jahren. Wir reden hier von Epoxidsand, das dort aufgeschüttet wird, so um ein Inselfeeling, ein Flair zu bekommen. Jede dieser Anlagen haben Namen wie Hawaii, Bahamas, wie Babylon und Phuket, dass man sich da irgendwas darunter vorstellen kann und so zu so Themenlandschaften werden. Das sind Anlagen, die ganze Hotelkonzepte beinhalten. Hierbei geht es dabei darum, hier könnt ihr euch selber wohlfühlen, bestimmt für eine gewisse Zeit im Jahr. Hier gibt es die tollen Einzelvillen, hier gibt es tolle Dachterrassenwohnungen, zweistöckig, unten Gartenwohnungen mit oder ohne Pool, je nachdem, wie ruhig man es haben will. Kann man sich hier selber wohlfühlen. Allerdings, und das ist eben das Ansinnen, das ganzjährlich in die Vermietung geben. Und wie das Ganze funktioniert, darauf komme ich noch zu sprechen. So sind so ein bisschen, um euch ein Gefühl zu geben, was es gibt. Das sind so 1+1 Gartenwohnungen, die haben insgesamt um die 50 Quadratmeter geschlossene Wohnfläche. Hinzu kommt noch der Balkon. Dann redet man von 60 Quadratmeter kompletter Wohnfläche sozusagen. 1+1 ist die übliche Bezeichnung für ein Wohnzimmer plus ein Schlafzimmer. Und so wäre eine räumliche Aufteilung. Der Einstiegspreis, und wir reden jetzt von Projektpreisen, wir sind hier im Off-Plan-Segment,
von 150.000 British Pfund, was so geschätzt so 175.000 Euro rum sein müssten, die man natürlich nicht auf einmal zahlt, aber zum Paymentplan komme ich noch. Das kann man natürlich steigern mit einer, wie gesagt, Terrassenwohnung, also mit einem 2 plus 1 Galeriewohnung, wo du die Schlafebene auf einer anderen Ebene hast, plus einer 50 Quadratmeter Dachterrasse dazu, was im Gesamten dann, wenn du die 75 der Wohnung dazu rechnest, auf 135 Quadratmeter totale Living Area kommt. Und das ist von der Optik her, von der räumlichen Aufteilung hier so. Ihr könnt natürlich das Bild gerne anhalten später, um euch das nochmal genauer anzugucken. Preislich ist hier der Gesamtpreis von 250.000. Befindet sich auch auf der Anlage. Solche Objekte kosten vom Start weg ab 750.000 Pound. Die letzten hiervon, wir wurden gerade verkauft. Die sind alle verkauft, also hier kann ich euch gar nichts anbieten, nur dass ihr dafür ein Gefühl kriegt, wie da die Preisentwicklung ist. Da gibt es auch noch ein paar interessante Folien an der Stelle, bald an der Stelle. Das sind natürlich ja, ein gelebter Traum, wer so wohnt. Ich klicke das einfach nur mal so durch. Geht ja einfach nur darum, dass ihr hier euch ein Gefühl erhaschen könnt, wovon wir hier reden. So sieht ein üblicher Paymentplan aus bei Cypress Construction. Du hast 2000 Pound Anzahlung, dafür hast also eine Reservierungsgebühr, dann hast du 2 Wochen Zeit, die 35% Anzahlung des Kaufpreises zu liefern. Das machst du über deinen Anwalt. Du bezahlst nie etwas zu einem direkten Bauträger. Dazu würden wir dir nie raten, sondern du installierst deinen deutschsprachigen Anwalt, den du gerne von uns zur Seite gestellt bekommen kannst. Und dann hast du eben 65% Restabzahlungssumme, die du monatlich, zweimonatlich oder quartalsmäßig bis zur Schlüsselübergabe 2025, Ende 2025 tun kannst. Hinzu kommen noch 3000 Pfund für den Wasser- und die Elektrizitätsanschlüsse und 5% Mehrwertsteuer. Die werden die Beträge mit eingerechnet, die bezahlst du praktisch in deinen Raten dann mit ab. Kommen wir zum zweiten Projekt, das ist Babylon. Jetzt traue ich mich nicht, diesen Film laufen zu lassen, wobei der viel interessanter wäre. Ich stoppe das jetzt an der Stelle und mache einfach weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass es einfach eine traumhafte Anlage ist. Und hier ist das Gebiet dazu. Babylon entsteht auch auf diesem Küstenstreifen. Und darunter entsteht natürlich auch der passende Sandstrand, oder der ist teilweise natürlich schon da. Der wird eben gereinigt und hergerichtet, dass er dann so aussieht wie in dieser Animation, wenn nicht noch besser. Und Babylon gibt es in zwei Phasen. Der Verkauf läuft schon und die Phase 1 ist schon gut besucht bzw. gebucht. Und in der Phase 2 haben wir noch Bestände übrig. Da reden wir hier von diesen Maldiv-Home-Villen, die ihr vorhin eingangs schon fertig gesehen habt. Die kann ich euch auch zeigen, auch live vorführen. Und die sind also alle dieser Baustile, viele dieser Baustile sind schon in anderen Anlagen erprobt und gebaut, wobei hier es nochmal ein paar Spezialitäten gibt. So wird das Ganze aussehen. Dieses ganze Gelände ist abschüssig. Das heißt, von der Phase 2 siehst du über die Phase 1 hinweg, auch von den Pools über die Häuser ins Meer. Und es gibt einen eigenen Pool. Übrigens habt ihr in allen
allen Anlagen Zugang, wenn ihr Investor bei dem jeweiligen Bauträger hier seid. In diesem Falle habt ihr Zugang zu allen Wellnessbereichen, Indoorbereichen, zu allen Anlagen. Das gilt auch im Zweifel, wenn ihr das freigibt für eure Gäste, eure Mieter, eure Kurzzeitmieter, die also einen richtigen Vorteil haben, weil sie bei einem der hochwertigsten Anbieter Zugang in neun andere Ressorts haben, wo sie alle Annehmlichkeiten davon mit nutzen können. Das ist dieses Projekt. Das ist, wie gesagt, gerade am Laufen und ist schon ganz gut im Verkauf. Von Phase 1 gibt es eigentlich nur noch Restposten. Das wird eine wahnsinnig tolle Anlage. Hier wird es wieder dieses Kalifornien-Restaurant hier geben an dieser Stelle mit zwar nicht schwimmenden, zwar fest verankerten, aber so eine Art Bootsstil-Restaurant. Hier ist ein Blick von oben auf die Dachterrasseneinheiten. Da kann man sich natürlich wahlweise auch Jacuzzis reinstellen. Und hier diesen Baustil gibt es in den anderen Anlagen zum Beispiel nicht. Bei Babylon ist mehr das Hotel als Konzeptidee. Ihr habt doch keine Schlüssel, sondern Keykarten. Ihr habt eine Rezeption, so wie man das aus dem Hotel her kennt. Und in der Service Fee ist also die komplette Pflege der Anlage enthalten. In Phase 2 haben wir noch einige gute Objekte. Hier gibt es noch eine Besonderheit. Jeder, der hier in diese aufgerufenen Preise investiert, bekommt die komplette Einrichtung der Möbel und aller elektrischen Geräte für die Küche wie auch Klimaanlagen. Die sind hier im Preis included. Das heißt also, umso größer ihr hier einsteigt, mit 2 plus 1 braucht natürlich mehr Klimaanlagen als wie ein Studio, habt ihr also auch hier alle diese Kosten und die Arbeit entsprechend gedeckt. Hier ist ein Rechenbeispiel für ein 1 plus 1. Wir reden hier von einem Startpreis von 176.000 Pound, also schlapp etwas über 200.000 Euro. Und ist in der Größenordnung von einer geschlossenen Wohnfläche 35 und offen mit den Terrassen von 43 Quadratmetern, mit einer Badewanne im Schlafzimmer, wo ihr direkt aus dem Fenster vermutlich, wenn ihr dann rechtzeitig einsteigt, mit einem wunderbaren Meerblick hier auch noch haben könnt. Dann gibt es so eine Art geschlossenes Türkonzept, wo man theoretisch hier einen Durchgang schaffen kann, um dieses Bad als Privatbad eben von außen zu begehen, aber auch direkt vom Schlafzimmer begehbar. Also ganz tolle Ideen. Die 2 plus 1 Variante hat insgesamt dann 86 Quadratmeter Wohnfläche, hat zwei Schlafzimmer mit einem Master Ensuite, also mit dem eigenen Bad. Und hat einen Startpreis von 352.000. Also da reden wir schon von 400.000. Da wäre bei die 30% Anzahlung schon über 100.000 Euro. Das kannst du natürlich auch steigern in eine 3 plus 1 Variante. Wobei als Investor ich das nicht sehe. Wenn ich investiere, dann investiere ich lieber dasselbe Geld in drei Einzeleinheiten oder in drei 1 plus 1, wo ich einfach einen höheren besseren Invest oder einen kurzfristigeren Invest auf Return sehe, Return of Invest sehe, meine ich, als wie jetzt in ein Objekt, wo ich auf Familien angewiesen bin. Das ist hier nochmal von Phase 2, das Maldives Homes Konzepthaus, das schon in Maldives steht. Das können wir euch zeigen. Das ist verfügbar. Alles, was ihr in diesem Look hier sieht, was aussieht wie Holz, ist bei diesen Bauträgern nicht Holz. Es ist Aluminium im Holzlook. Das heißt, alles andere bei der Sonne könnt ihr alle 3 Jahre, ach, jedes Jahr neu streichen und alle 3 bis 4 Jahre wechseln, weil es einfach aufgebrutzelt wird von der Sonne. Und das hier ist für die Ewigkeit gebaut. In Anführungszeichen. Hier sieht zum Beispiel ein Two-Bed-Bungalow aus für 522.000. Das ist dieses Konzept, was ihr gerade gesehen habt, mit zwei Schlafräumen. Wir reden von insgesamt 106 Quadratmeter Wohnfläche. Warum ich immer auf die gesamte Wohnfläche eingehe, ist, weil jeder
der hier nicht im tiefsten Winter kommt, hat die gesamte Wohnfläche. Die Türen stehen immer offen. Du bist froh über den Wind, der durch dein Haus geht, als wie du in Deutschland hier natürlich die meiste Zeit gegenüber hier eigentlich nur die geschlossene Wohnfläche als dein Reich sehen kannst. Ja, so sieht eine 3 plus 1 Variante aus. Da sind wir bei 605.000. Wohlgemerkt, hier ist die Einrichtung, alle Möbel, alle Klimaanlagen, alle Elektrogeräte drin und nicht von irgendwelchen Hahu-Anbietern. Dazu komme ich auch noch zu sprechen. Also das Ding hat an der Stelle keinen Haken. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Wir reden hier von einem echten Hotelkonzept. Moderne Möbel, moderne Küchengeräte, alle Applikationen, die zur Küche dazugehören, die Badezimmerausstattung, Aircondition und dieses Keycard-System gehört hier einfach dazu. Das ist der gute Ton dieser Anlage. Und das sind die Marken, die verbaut werden. Also ihr werdet hier, wir reden hier eigentlich von dem einzigen Anbieter, der wirklich nach einem deutschen Standard baut. So kann ich das ausdrücken. Hier sind es nochmal die Zusammenfassung aller Facilities, die es gibt im Babylon-Projekt. Es gibt eine eigene Rezeption. Es gibt so ein Beach-Cinema, was ihr in dem Video bei der anderen Anlage gesehen habt. Es gibt so eine Lightshow wie in Dubai, diese Swimmingpools, die dann beleuchtet sind und dann mit Druck das Wasser von links nach rechts spritzt und so. Das wird hier alles eine riesige Show. Und wie gesagt, selbst wenn ihr in einer anderen Anlage investiert, könnt ihr eure Investoren oder eure Mieter oder ihr, wenn ihr hier seid, diese Anlagen besuchen kommen. Das steht euch völlig frei. Hier gehen wir kurz durch. Hier ist nochmal die Zusammenfassung aller die Bereiche, die abgedeckt sind, um die ihr euch nicht mehr kümmern müsst. Im Grunde habt ihr einen Shuttle-Service. Ihr habt die Poolreinigung, die Gartenpflege, die Reinigung der gesamten Anlage, also alles außerhalb von eurer Wohnung, um das wird sich gekümmert. Ihr habt sogar ein Stromgeneratorsystem, ihr habt 24 mal 7 jemanden, den ihr ansprechen könnt, der sich um euch oder um eure Gäste kümmert. Und das Ganze hat eben einen monatlichen Preis, nämlich die Maintenance Fee. Bezieht sich auf 150 Euro im Pound im Monat für Apartments und Bungalows. Und bei einer Villa seid ihr mit 200 Pound dabei. Hier ist der dazugehörige Zahlungsplan. Wie gesagt, bei Babylon steht jetzt hier nicht mit drin, aber das unterschreibe ich euch. Hier sind alle Kosten enthalten, was die komplette Einrichtung angeht. Hier in diesen Preis mit eingerechnet, den ich hier bezahlt. Aber worauf ich noch am Ende zu sprechen kommen will, und das ist so brandaktuell, da gibt es auch keine richtige 3D-Animation, ist das neueste Projekt. Das wird nämlich ein Health and Wellness Resort und das entsteht hier überhalb vom Babylon, also relativ nah. Wenn man vom Babylon von da unten ausgeht, sind wir hier oben auf der Bergseite. Ein wunderschöner Blick und vielleicht das schönste und ruhigste Fleck Erde, was ich hier auf Nordzypern bisher hier auf Esentepe Seite gesehen habe. Das Projekt heißt Phuket. In Phuket wird alles im thailändischen Stil und Look entstehen. Es wird also eine richtig schicke Anlage. Das ist das Beispiel von einem Studio-Apartment. Das ist der Einstiegspreis mit 105.000. Dann habt ihr sozusagen ein Hotelzimmer hier auf der Insel, was euch gehört, um das sich jemand kümmert, wenn ihr nicht da seid. So sieht das Ganze aus. So, es gibt es als Gartenvariante oder als Penthouse-Variante. Ich würde persönlich immer die Penthouse-Variante vorziehen, wenn ich noch einigermaßen gescheit gehen kann, beziehungsweise Treppen steigen kann. Ist natürlich immer eine Altersthematik oder wer es wirklich barrierefrei haben möchte, der sollte dann ins Garten gehen. Allerdings ist die Penthouse-Variante, da habt ihr eben für einen kleinen Aufpreis nochmal einen Rooftop mit dazu und der ist dann auch nochmal richtig was wert. Das ist sozusagen, die Folie kennen wir von vorher schon, die überspringe ich einfach mal.
Hier ist nochmal die räumliche Aufteilung. Hier sind wir einfach nur beim Preis hier anders mit 132.000 für das 1 plus 1, für die 1 plus 1 Variante in Phuket. Und das ist ein Preis, über den man sich wirklich Gedanken machen kann. Am meisten geht im Moment bei Phuket. Und dieses Projekt ist neu. Und ich wollte das eigentlich euch als brand new vorstellen, aber es ist mittlerweile schon über die Hälfte ausverkauft. Also hier, so schnell kann ich gar nicht sprechen und das veröffentlichen, als wie das hier schon wieder ausverkauft ist. Und ich freue mich schon wieder auf das nächste Projekt und da muss man eben noch schneller sein. Hier haben wir die 2 plus 1 Variante mit 75 Quadratmeter. Das Konzept kennt ihr schon von anderen. Die Fotos sind auch wieder die gleichen. Hier ist nochmal der Riss, der Grundriss. Hier sind wir etwas günstiger mit 236.500. Vorhin waren wir bei 250.000 im Babylon-Bereich, weil es hier einfach so ist. Ach ja, hier gibt es noch eine Besonderheit. Dazu komme ich aber gleich, wenn ich in den Plan komme. Hier können wir nochmal das durchgehen. Hier ist auch wieder alles gleich. Hier habt ihr eine monatliche Service-Fee für die Apartments von 100 und für die zweistöckigen und für die Villen mit 200. Und hier ist das gesamte Dienstleistungsangebot. Das bezieht sich allerdings auf alle Anlagen. Es gibt praktisch nichts, was ihr hier vermisst. Es gibt einen Reinigungsservice, einen Einkaufsservice, einen Housekeeping-Service, Transfer. Also im Grunde braucht ihr uns hier gar nicht mehr an der Stelle, weil alles, was dort steht, bieten wir eigentlich irgendwo auch an. Aber das wird eben hier komplett aus einer Hand für eure Gäste angeboten. Und das hier ist sozusagen das Leistungsversprechen derjenigen Bauträger, die dann auch in dem Moment als euer Dienstleister, wenn es um die Vermietung eures Objektes geht, wenn ihr nicht da seid. Hierfür wird in aller Regel bei diesem Anbieter ein Service wie von 30% eurer Einnahmen beansprucht, aber ihr müsst euch praktisch um nichts mehr kümmern. Das ist das Rental Management Programm. Es wird in verschiedensten Medien unter deren Label, nicht unter eurem Namen, versteht sich. Ihr seid, sofern ihr hier nicht komplett migriert und steuerlich noch woanders veranlagt seid, läuft es trotzdem da ganz gut für euch an. So etwas wird natürlich gedacht. Das wird von dem jeweiligen Anlagenbetreiber in Auftrag gegeben und bezahlt und ihr bekommt einfach eine Auszahlung. Über die Details dazu können wir es dann natürlich im Detail einzeln unterhalten. Ja, es ist ein komplettes Hotelprogramm. Es wird kontrolliert, es wird Check-in, Check-out gemacht, es wird eine Deposit, also wie heißt es auf Deutsch, eine Anzahlungs-, eine Sicherheitskaution genommen. Es gibt einen Reinigungsservice davor und danach natürlich. Und ja, und das ist auf euch registriert. Das gehört euch. Das ist also wie ihr seid euer eigenen Hotelzimmerinhaber zumindest. Das ist eine interessante Folie. Hier geht es darum, das sind echte Fakten. Wir reden hier von gekauften Objekten in Malediv, in einer Off-Plan-Phase einer 2 plus 1 Apartment, damals war es aufgelistet für 150.000 Pound. Im Moment der Fertigstellung und nach dem Verkauf hat dasselbe Objekt 425.000 Pound gebracht. Wir reden jetzt hier von 36 Monaten. In der zweiten, hier ist es auch ganz interessant, auch wieder in derselben Anlage. Eine Dreizimmer-Privatvilla war gelistet für 375.000 Pound, also so etwas von die 450.000 Euro. Das Ganze hat, sehe ich, after completing the same unit sold. Genau, also mehr als verdoppelt in den Zeitraum von 36 Monaten. In Mykonos ebenso. Von 175 auf 350. Vom Off-Plan bei Idyll. Idyll ist jetzt nicht so mein Favorite-Projekt. Da bringen wir euch auch vermutlich unter, wenn ihr hier bei uns kostenfrei mit dem Anlagenanbieter unterkommen wollt.
ist etwas spartanisch von der Ausrichtung und aber ist einfach auch mal interessant. Für 75.000, wenn ihr dort eingestiegen wärt, habt ihr jetzt einen reellen Gegenwert, den ihr auch bekommt. Für 225.000, das sind jetzt keine Annahmen, die die Typen machen, sondern das sind deren Fakten. Hier unten ist natürlich mal ein richtiges Schnäppchen. Da haben sich diese Studios, die mal 40.000 gekostet haben, Pearl Island Homes, jetzt auf 115.000 Pound. Und das steht immer noch in der Konstruktion. Das heißt, wir sind noch in der blauen Phase. Was die einzelnen Farben zu bedeuten haben, seht ihr auf der nächsten Folie. Hier zum Beispiel. Gehen wir mal ruhig von einem fertigen Projekt oder bleiben wir mal hier ruhig bei diesem Malediv. Das ist da, dieser Villenvariante, eingekauft irgendwann mal in der Bauphase für 375.000. Das ist die Phase, wo es im Bau steht. Das ist die Phase, wo es fertig ist. Und das ist das, was es zu erwarten ist an Wertsteigerung. Das Ding ist hier fertig und jetzt ist der freie Markt gerade. In dieser Phase befinden wir uns. Hier könnt ihr das ablesen. Mykonos hat die größten Spannen. Hier hast du also wirklich jetzt schon eine Verdreifachung, jetzt schon in der Completed-Phase. Und wohin die Reise geht, seht ihr hier. Das sagt euch aus, wie hier die Preisentwicklungen sind. Und das ist ganz interessant zu beobachten, wie hier die Kurve von Bahamas, von das vorletzte Projekt, was eigentlich auch schon zu 70% oder 80% ausverkauft ist, darum bin ich gar nicht so im Einzelnen darauf eingegangen hier, wie hier schon die Kurve hier schon nach oben geht. Vergleichbare Projekte, die hier dann irgendwann gelandet sind, sind nicht so erfolgreich gestartet. Also ihr seht hier schon mal den Gap der Entwicklung. Ja. Jeder Bauträger oder Bausachverständige von euch, den sagt das bestimmt einiges. Das sind die Anlagen und das sind die Baustandards, die hier angesetzt werden. Ich hab ja schon immer gewusst, dass jeder zweite Deutsche Bundestrainer ist, aber jeder dritte Deutsche ist auch gleichzeitig Bausachverständiger, zumindest gefühlt nach den Eindrücken der Leute, die mir hier begegnen. Und von dem her ist es auch ganz interessant, hier so ein bisschen nachzuvollziehen, dass ja also wirklich wir hier von einer wirklichen deutschen oder deutsch übertreffenden Bauqualität reden. Wir reden hier zum Beispiel von Level 10 bei Erdbebensicherheit, also auf der Richterskala Wert 10. Da steht drumherum gar nichts mehr, aber euer Objekt, weil es eben dreifach verstärkte Skelettformen hier annimmt. Wir haben hier eine Isobricks, die gegen Raumklang, gegen Klang und gegen Hitze isolieren. Wir haben eine dreifache Layer-Pflasterung, das heißt also Dreifachisolierung. Wir haben im Grunde an alles gedacht. Also wir, ich setze mich hier in einen fremden Hut auf. Ich meine, die haben an alles gedacht, um es euch möglichst attraktiv darzustellen. Also hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Braucht man im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ihr könnt das auch gerne euch nochmal im Detail angucken, indem man das Bild anhält. Und hier ist nochmal vielleicht eine letzte Information, die euch interessieren sollte. Wie sieht das mit den Nebenkosten, mit den Kaufnebenkosten auf? Zum Kauf, zum absoluten Kaufpreis kommt sofort eine 0,5-prozentige sogenannte Stempelsteuer dazu. Das ist dafür, dass euer Vertrag erfasst und gestempelt wird vom Finanzamt. Also auf diesen Kaufbetrag gehen wir mal von fiktiven 100.000 aus, sind das 5.000 Stempelsteuer hier an der Stelle. 500 meine ich an der, ja, richtig. Und dann haben wir die Mehrwertsteuer von 5% auf dem Kaufpreis. Jetzt sind wir bei den 5.000 zum Beispiel, von 100.000 ausgerechnet. Gibt es eine 5%ige Mehrwertsteuer, weil ihr kauft von einem Gewerbetreibenden, der muss Mehrwertsteuer abdrücken. Das wird natürlich auf den Preis angerechnet. Titel- und Texttransfer, das ist leider so der Apfel, in dem Moment jeder beißen muss. Der ist
deutlich nach oben gestiegen auf 12%, wobei man, soweit ich weiß, den auf zwei Häppchen teilen, zahlen kann. 6% am Start und 6% am Ende des Kaufes. Also das lässt sich auch nochmal schön strecken. Und dann haben wir hier die Layer, also für euren Anwalt gibt ihr im Schnitt ungefähr 1750, rechnet mal so um die 2000 Pound aus. Was es hier noch dazu gibt, ist, dass wir für Elektrizität und für Wasser, wie in den Folien erwähnt, als Package 3000 Pound ungefähr nehmen. Das macht jetzt dieser Bauträger pauschal, egal ob du ein Studio oder eine Vierbettwohnung hast oder Vierzimmer, Apartment, Haus, wie auch immer. Das ist eine pauschale pro Wohneinheit. Dann gibt es eine monatliche Service-Fee, die sich zwischen 60 und 200, je nachdem, ob du Studio in einer kleinen Anlage oder eine Villa in einer Riesenanlage hast. Und dann kommt zum Schluss noch so eine Art Fee, die hier in auch dieses Geld mit aufgerechnet wird, von 200 Pfund im Jahr, die für Reparaturkosten in der Anlage gesammelt werden. Das ist für das Laufende, für das Operative, für die Pflege. Und das ist sozusagen der Rückbehalt, wenn alle paar Jahre muss es ausgestrichen werden oder hier oder da ein paar Sachen modernisiert werden. Das wird hiervon dann eben bezahlt. Ja, im Groben und Ganzen bin ich jetzt eigentlich durch. Hier ist nochmal ein kleiner Hinweis auf uns. Das ist sunrise-nordzypern.de. Da bekommt ihr alles weitere. Da haben wir verschiedene Objekte, wobei wir nicht den Anspruch haben, das wird jedes Objekt dort, das laden wir irgendwann auf. Aber im Moment sind wir alle am Anschlag und das Internet ist noch furchtbar langsam. Das heißt, das muss alles noch ein bisschen auf sich warten. Wir veranstalten in aller Regel erstmal Informationscalls. Wer da weiter einsteigen will, kann sich unter den wir sind praktisch für jeden Fall vorbereitet. Wenn wir von Touren reden, reden wir, es gibt zweierlei Arten von Reisen. Es gibt die Investitionsreisen, wo die Leute in solchen Anlagen speziell diese Programme entweder gerne, wenn sie es selber zahlen wollen, so oder wir bringen euch auch bei verschiedenen Anlagen für mehrere Tage unter, sodass ihr euch ein Gesamtbild verschaffen könnt. Diese Reisen sind in aller Regel außerhalb jeglicher weiterer Kosten, mal abgesehen von euren Flügen und euren Transfers, also die Übernachtungen sind dann abgegolten in dieser Zeit, wenn ihr natürlich darüber hinaus noch länger bleiben wollt und zum Beispiel Urlaub hier zu machen oder mit uns noch auf eine individuelle Tour gehen, dann gelten natürlich unsere Rahmenbedingungen, dass wir also sagen, jeder, der etwas Eigenes sucht, der außerhalb von Anlagen leben will, der hier wirklich leben will, hat irgendwie das Thema, dass in diesen Anlagen sich natürlich sehr gut und sehr professionell darum gekümmert wird, aber außerhalb von Anlagen, wenn man hier nicht das ganze Jahr über bleiben will, hier auch jemanden braucht, einen gewissen Service, einen Anlaufpunkt, ein Haus der Begegnung sozusagen. Und das sind eben wir. Wir von Sunrise, wir sind eine große Community von Leuten, von Freunden, die hier investiert sind, die hier teilweise oder ständig dauerhaft hier leben und wir für sie die möglichsten und unmöglichsten Dinge teilweise erledigen. Dann brauche ich im Einzelnen gar nicht darauf einzugehen. Kommt einfach auf uns zu, wenn ihr was wissen wollt, vereinbart einen Termin mit Tina, mir, Janan oder Ilka. Wir kümmern uns gerne um eure Anfragen. Wobei, an der Stelle lasst mich nur bitte den Hinweis erwähnt sein, wenn hier jemand dauerhaft auf Miete leben will, dann können wir ihm Stand heute jetzt nicht helfen. Vielleicht in den Wintersaisons, dass wir da Zeitfenster schaffen dafür. Da können wir im Moment unsere Zeit nicht dafür entbehren. Was wir hier aber machen, ist Unternehmerberatung, internationale Firmengründungen. Wie gesagt, ich bin auf mehreren Kontinenten Unternehmer. Ich habe meine Kontakte. Diese Kontakte sind gut und seit Jahren eingespielt. Da sind viele aus unserem Netzwerk mittlerweile Kunden geworden. Und im Gegensatz zu vielen, die vieles vorgeben, wissen wir wirklich einiges hier von dieser Insel. Und
können helfen, wenn Leute dafür bereit sind, das nicht alles als Geschenk anzunehmen. So viel lass mich gesagt sein. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, wenn ich eure Aufmerksamkeit auf etwas Nordzypern und ein bisschen auf uns lenken konnte. Ich bin der Murat. Wir sind Sunrise. Wir sind auf Nordzypern und freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.